Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. So, letzte Folge war super interessant. Wir haben Dinge erfahren, die unser Kind getan hat. Und jetzt haben wir die Schnauze voll und wollen nach Hause. Also hat Kratos zumindest zu Atreus gesagt, dass wir jetzt erstmal nach Hause gehen und nicht nach Tyr suchen werden. Ach ja, so, ich habe jetzt auch gerade noch mal an meinen Einstellungen ein bisschen rumgefriemelt. Ich habe mein Mikro. Boden sieht hier rissig aus. Ich habe mein Mikro ein bisschen leiser gemacht. Ich fand mich gerade schon sehr laut und habe auch mal meinen Popschutz davor gemacht. Was ist da wohl drunter? Ja, gucken wir mal. Bam. Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Ja! Herrlich! Ja! Mimir hat's erfasst. Ja, ich habe jetzt auch mal meinen Popschutz davor gemacht. Ich fand gerade in der Aufnahme eben. An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Die erzählt er uns vielleicht später. Ich meine, es ist schon mutig von Atreus, uns so weit zu vertrauen und zu hoffen, dass nichts weiter passiert, indem er uns jetzt schon erzählt hat, was er hier mit Sindri veranstaltet hat. Ne? Das ist für ihn ja auch ein gewisses Risiko, sich seinem Vater da anzuvertrauen. Okay, wo sind wir jetzt hier? Oh, hier gibt es halt so viele Winkel und Ecken, wo man hin kann, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen uns Atreus gegenüber jetzt auch erstmal ein bisschen beweisen. So, dass er uns halt vertrauen kann und dass wir ihm halt auch zuhören, ne? Wenn er was zu sagen hat. Ja, also ich hoffe, die Aufnahme jetzt wird ein bisschen Weißt du noch, vom unser Ton erster her Zweikampf besser. hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Das Die ist Gefahr typisch ist da. Vater. Weißt du noch damals? Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Kann ich ohne Schild kämpfen? Ich weiß es nicht. Ich bin in diesem Spiel so das Blocken gewöhnt. Das war so klar. Gerade gegenüber denen hier, wenn die Feuer werfen. Gucken, ich komme ohne Schild hin. Ja, da sind wir nämlich schon bei dem Ding, das ich jetzt blocken wollte. Au, 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 au. Oh no. Was kriegst du denn? Oh Gott. Au. Nächster. Wie habe ich denn den jetzt anvisiert? Welchen das jetzt gemacht? What the? Okay. Also für mich ist ohne Blocken echt richtig Pain. Bin in diesem Spiel so gewohnt, mit dem Schild zu blocken. Das ist übel. Aua, Mensch. Soll ich es vielleicht mit der Axt versuchen? Was treffe ich denn jetzt hier nicht mit meiner Axt? Das sind ja Menschen, das sind ja keine Heelläufer. Die kann ich ja rein theoretisch auch mit meiner Axt. Kann ich den hier noch? Ja, den kann ich noch. Ja.
Leute. Alter, das ist immer diese großen Kackgegner. Das ist immer diese Diggis, ey. Ui. Mein Gott, jetzt stirb halt. Achso, wir waren voll. Naja, egal. So. Fast zu Hause. Mhm. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. Mhm. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Hm. Wo Mimir recht hat, hat er recht, ne? Ach, Mimir, wenn wir dich nicht hätten. Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Hm. Kratos! Hier drüben! Oh, hi, Sindri. So wahr ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Ja. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja. Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Ich will mir nur noch mal schnell unser Haus angucken. Wir wissen beide, hier ist es nicht sicher. Ich sage es nicht gern, aber reden wir mit Sindri. Ja, ich wollte mir doch nur noch mal schnell unser Haus angucken, damit wir uns verabschieden können. So. Nach euch, meine Freunde. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Es ist nicht viel. Wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Es ist nicht viel? Ich kann mich nicht umgucken gerade. Ah, jetzt. Es ist nicht viel. Das ist wunderschön hier einfach. Guckt euch das an. Wie schön das ist. Hier entlang, Kratos. Ja, gleich, Sindri. Gleich. Ja, mal kurz gucken. Was bist du denn? Guck dich mal den Pilz an. Tihihihi. Ein Pilzmännekicken. Ist der sauer? Vor allem, es ist nicht viel. Übelst die Hütte. Alter. Kommt rein, kommt rein. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen und Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles?
Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko, alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da. Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Ich habe gerade so gelacht. Ich habe mich ja gemutet in der Cutscene. Ich habe gerade so gelacht, wo Brock reinkam. Und du siehst jetzt so aus. Und das ist deine Schuld. Ich liebe Brock und Sindri. So, Laden der Huldu-Brüder. Stellen Sie Rüstungen, Waffenzusätze und Gegenstände mit gesammelten Ressourcen her und verbessern Sie sie. Die verschiedenen Dienstleistungen des Ladens können Sie über die untere Navigationsleiste aufrufen. Schilde verfügbar. Brock hat genug Material, um einen neuen Schild zu schmieden. Drücken Sie unten, um ins Schildmenü zu gelangen. So, und wir haben jetzt... Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. So, und die Schilde haben jetzt in diesem Teil verschiedene Grundangriffe, sag ich mal. Das ist der Rundschild. Der geht gerade nicht, der ist halt kaputt. Den muss er erst reparieren. Ich habe immer den Steinmauernschild beim letzten Mal genommen, zum Absorbieren von Angriffen und Zurückschlagen. So, ein Schild, der nach dem Vorbild der Großen... Warte mal, ein Schild, der nach dem Vorbild der Großen vom Riesen Hirmentur gebauten Mauer in Asgard gefertigt wurde. Schützen Sie die Welt. Oh, Entschuldigung. Ich konnte mich jetzt nicht so schnell muten. So. Schild haben wir gemacht. Rüstungen ansehen. Drücken Sie L2 oder R2, um den Reiter Rüstungen aufzurufen. Brock kann maßgeschneiderte Rüstungen für Atreus herstellen. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Begleiterrüstung. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, schick. Sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Ja, die sieht schick aus, die Rüstung. Steht Atreus. Brüdergewand. So, was haben wir noch? Oh, wir haben eine Frostflamme. Hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Gib sie her. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Der wütende Schlegel? Hölzerner Knauf. Den haben wir schon, ne? Okay, den können... Also wir können jetzt auch alles hier nochmal zusätzlich upgraden. Das ist super krass. Also man hat jetzt so viele Möglichkeiten einfach. Das ist Wahnsinn. So, die Chaos-Klingen, da können wir noch nix. Ja, wie gesagt, bei den Schilden haben wir auch gerade nix. So, Brustrüstung. Die könnten wir jetzt auch einmal verbessern, aber ich finde die Rüstung nicht schön.
Hä? Wartet mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, doch, ich habe die Armschienen gemacht, ne? Ich war gerade kurz irritiert. So, und dann haben wir noch den Gürtel. Den machen wir mal noch. Dann haben wir die Rüstung wenigstens erstmal komplett. Dafür brauchen wir 3 zum Verbessern. Und hier auch. Hier kriegen wir plus 12. Plus 6, plus 10. Das sind 18 und 10. Und 11 und 8. Dann verbessern wir jetzt. Hä? Wir sind da jetzt nicht drin. Moment. Total irritiert. So, der ist aber drin. Ich überlege, ob es jetzt Sinn macht, die Rüstung schon zu verbessern. Ich bin mir unsicher. Wir lassen es erstmal. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Okay. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Mit Sindri sprechen. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Mhm. Das ist auch super praktisch mit der Truhe, wenn du Sachen vergisst und nicht einsammelst nach dem Kämpfen, werden die halt automatisch in die Truhe gepackt. Das ist super cool. Ich glaube, ich verbessere die Rüstung doch. Wir verbessern die Armrüstung und die Hüftrüstung. Hey, wo ist die Rüstung, die ich dir gemacht habe? Hab sie benutzt. Ich habe mir meinen wohlgeformten Hintern aufgerissen, um dir alle möglichen Brustschilde und Schulterrüstungen zu schmieden. Und jetzt stehst du vor mir und bist so gut wie splitterfasernackt. Mhm. Vielleicht bist du diesmal ein bisschen vorsichtiger damit. Werde ich nicht. Wie gut. So ist ein Sindri. Sindri. Warte. Diese Treppen halten dich nicht aus. Bitte zerstör nicht mein Haus. Hey, sieh mal. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Okay, Atreus, sein Zimmer, seine Speisekammer. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Wie kommen wir zu den Welpen? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Hm. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hm? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt
Einzigartig. Svartalfheim. Ha, dämlicher Asenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dürlin suchen solltet. Okay. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Okay. Harsch, aber zutreffend. Das ist schon der Hinweis, dass die Stadt relativ leer sein wird, denke ich mal. Hört ihr das? Sind das irgendwelche Drachen? Sie sind so weit weg. Ich kann die Größe nicht schätzen. Was ist das? Das sieht aus wie ein Wyvern. Und da sind kleinere drumherum. Okay. Hier unten gibt's nix. Ich will nochmal zu dem Pilzmännchen. Der war süß. Guck mal. Gut. Dann gucken wir mal am Tor. Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifrost-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri! Du elender Mistkerl! Aua! Öffne sie, jetzt! Ah, ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Das ist gemein. Ja, das ist gut und lösen. Immer noch unangenehm. Unser Stichwort. Los, schnell! Ich komme! Bei Preisfägers Eiern. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn. Hörner voran. Oh, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß. Armer Mimir. Na komm, Mimir. Nehmen wir dich mal wieder mit. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Yggdrasil-Weltensamen. Schalten den Zugang zu neuen mystischen Toren frei. Lassen Sie das Licht Yggdrasils auf Svartalfheim scheinen. Ja, okay. Drücken Sie X, während Sie den Cursor über das mystische Tor der Feuchtgebiete bewegen, um nach Svartalfheim zu reisen. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin. Ist er in der Taverne bekannt? Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Okay. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Okay. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Warte, was? Ach, Sindri. Na dann, auf nach Svartalfheim. Da waren wir ja noch nicht. Der Pfad. Oh, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm.
Stimmt, hier ist kein Winter. Und es sieht so wunderschön aus. Und das machen wir gleich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und seid gern in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir uns Svartalfheim angucken. Und mal gucken, ob wir Tyr tatsächlich finden. Und da oben, das sehe ich doch schon hier. Warte, das machen wir schnell noch. Ein Vogelspion weniger. Einer von Odins Raben. Auch die gibt es wieder. So, und jetzt bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. 48 Raben gibt es zu finden. Na dann, da haben wir zu tun. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Tschüss.